Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir die Partie auf Chinesisch. Nee, folgendermaßen. Wir machen halt, ihr wartet mit Sicherheit schon beim Chinesen essen und so weiter und das Ende an. Ne? Hätten wir immer wieder. Ende wird gern gegessen. Und diese Champignons. Und heute zeige ich euch, wie man die Ende macht. Vom Chines, wenn man chinesisch essen geht, wie man diese wunderschönen Champignons macht, was so dazu gehört, ist gar nicht so viel. Und wir machen auch das Gemüse. Und da haben wir eigentlich so richtiges chinesisches Essen. Ja, das Ende andere ein bisschen als Krabbe, das hat man normal nicht dahin. Das wäre unter anderem, Moment, sag ich gleich was dazu. Bevor ich jetzt was dazu sage, ich erst mal die Produkte vorstellen. So, für das Gemüse, das brauchen wir am meisten. Ne? Da haben wir Zucchini, also jetzt, was ich jetzt hier mache, ne? Ey, kleine Mini-Zucchini, zwei Möhrchen, zwei rote Zwiebeln, Mini-Maiskölbchen, kleine Paprika, Brokkoli, drei Stücke. Zuckererbsen und hier Bambus. Schnittchen, ne? Mhm. Lecker. So, und natürlich Frühlingszwiebel. Die gehören noch dazu. Und dann Würze. An Würze brauchen wir bloß helle Sojasauce, ein Esslöffel, hier auf die Menge. Drei Knoblauchzehen. Und ein bisschen mehr wie ein, ja, fast ein Esslöffel brauner Zucker. So, beim Chines ist von dem alles ein bisschen mehr. Ich habe es weniger. Für mich ist es interessanter, wenn es nicht beim Chines ist, meist so überwürzt. Lieber ein bisschen weniger und die Produkte sprechen für sich, ne? Dass man das alles schön schmecken kann. So, dann. Diese glorreiche braune Champignons, muss auch richtig geil schmecken beim Chines. Was macht der drauf? Ich zeige dann später, wie es gemacht wird, aber jetzt sehe ich schon mal die Produkte. Wir brauchen, wo fange ich an? Ich fange hier an, und zwar, das ist ein guter halber Teelöffel Gemüsebrühe aus dem Biolade. Ihr kriegt das auch bei den anderen, was weiß ich, sag ich mal, Rewe, Edeka etc. Da müsst ihr bloß gucken, ja, ohne Geschmacksverstärker und so weiter. In der chinesischen Küche wird gerne mit Geschmacksverstärker geschafft, braucht ihr nicht, braucht ihr null. Also ohne Geschmacksverstärker, ohne irgendwas, Bio kriegt ihr. Ja, auch von dieser berühmten, wie soll ich denn sagen, Gewürzflasche und so, ne? Also dieser Hersteller und so, Alter, der hat das. So, dann brauchen wir zwei Knoblauchzehe, ein Teelöffel brauner Zucker, gut zu merken, ein Teelöffel helle Sojasauce, ein Teelöffel dunkle Sojasauce, ein Teelöffel Austernsauce. Ja, und ein bisschen Wasser später. Das müssen wir ein bisschen aufkrischeln. Und dann kriegt er genau diese Champignons, zeige ich euch später. So, jetzt kommen wir noch zu Reis, ne? Reis machen wir dazu, klar. So. Jetzt kommen wir zu Ende. Ihr könnt Endebrust holen. Dann kriegt er meistens die männliche Endebrust, ne? Die ist so ein bisschen so, ja, ich sag mal, irgendwo namhafte Supermärkte oder wo auch immer, oder bei Metzger. So. Und dann gibt es vorgegarte, vorgewürzte, also sprich Salz, Pfeffer, Paprika, mehr ist da nicht dran. Ohne Geschmacksverstärker, alles ohne Geschmacksverstärker, ohne Chemie. Wobei Sojasauce, weiß ich jetzt nicht, also die schreiben, ja doch, stimmt, die schreiben auch ohne Geschmacksverstärker. Habe ich aufgepasst, ja. Auch diese Austernsauce. So. Ihr kriegt vorgegarte, guckt mal, ihr kriegt vorgegarte Entenbrüste und vorgewürzt. So, der Clou ist,
Was ich immer wieder, was gar nicht so erwähnt wird, die bestehen hauptsächlich aus den weiblichen Brüsten. Ne? Ich mache es jetzt mal rund. So, das ist eigentlich die Brust von dem ganzen Teil. Ne? Die sind kleiner, schmecken viel besser, viel saftiger. Und das dahinter drauf, ich drehe es mal rum. Das hier ist die ausgelöste Keule. Also ihr habt hier einen puren Geschmack. Und das ist auch diese Geschichte, woher beim Chinesen, ich schaue es mal jetzt hier, sieht ihr das? Und das war der so ein Scheibchenschnitt. Und genauso hat er das auf dem Teller. Ne? Das sind die, ne? Und deswegen kennt er das mit dem normalen, rohen Ende, Brust-Sache, die kennt er so nicht hier. Ne? Da kann er machen, was er wollt. Ist auch lecker, ne? Kann er vorbraten, zack, zack, die rohe. Dann bei 70, 8, nee, 90 Grad in den Backofen durchziehen lassen mit Thermometer in der Mitte. Bei 60 Grad sind sie rosa. Raus, habt ihr feinen Schmecker in der Brust. So, hier vollgegart, vorsichtig vollgegart, sehr saftig geblieben. Das heißt, ihr müsst sie bloß noch mal anbraten. Richtig knusprig machen, fertig. Wir tun sie bei 50 Grad, 60 Grad in den Backofen. Wenn ich mit dem noch nicht so weit bin, ja, das mache ich auch. Ne? Ich mache erst die Ente, vorbraten, in den Backofen 65 Grad und dann hole ich mir das Gemüse und mache das und nach die Champignons, dass ich Platz habe. Ne? Ihr könnt die drei Sachen, Otto normal kann die drei Sachen nicht gleichzeitig stehen, aber wird schwierig. Ne? Mit vier Platten Herd und so weiter, ne? Macht man nicht so den Platz und die, man kann keine drei Pfannen drauf machen, den Platz hat man gar nicht. Also Otto normal, anbraten. 50, 60 Grad in den Backofen. Fertig. Und dann machen wir das Gemüse. Ganz einfach. Ah, war schon sauber. Ihr habt eigentlich im Prinzip alles dahin. Klar, die frische Sachen müsst ihr kaufen, die Ente müsst ihr kaufen, Champignons müsst ihr kaufen. So, Gewürze, gut, Salz, Pfeffer, Sesamöl. Auch diese Ente muss in Sesamöl gebraten werden. Das gibt genau diesen, ihr wollt ja genau diesen China-Geschmack haben. Kriegt das auch, ne? Genau. Gewöhnt euch an, holt euch Bio-Gemüsebrühe. Gibt es, wie gesagt, gekochte, bisschen konzentriert in Gläschen oder auch in Pulverform. Von namhafter Hersteller, ohne Konservierung, ohne Chemie. Funktioniert mittlerweile gut. Früher hat das nicht funktioniert. Ja, die Mutter noch mit dem alten Programm geschafft. War halt so. Gut, dann schneide ich jetzt alles gleich. Ach, genau, nee, ist ja Quatsch. Will ich schon wieder diese, wenn ihr chinesisch machen wollt, ihr müsst halt die, Gott sei Dank gibt es diese Fläche, relativ gläsern die, ne? Soja, hell. Sojasauce hell, Sojasauce dunkel. Wobei mein Favorit und das, was ihr auch so beim Chinesen meistens schmeckt, ist die helle Sojasauce. Und Umami-Geschmack und was weiß ich, wie sie alle immer sagen, das ist beim Chinesen die Auslandssoße. Müsst ihr holen. Nur dann kriegen wir auch diese, genau so müsst ihr das machen. Anders kriegen wir diese chinesische Champignons nicht hier. Komm, wir fangen jetzt auch Gläser schneiden. Und dann gehst du schon gleich am Herd. Das geht ratzfatz. Das ist jetzt, sieht kompliziert aus. Super schnell gekocht. Ich sage jetzt mal, wenn ich mich beeile, bin ich schon eine halbe Stunde locker durch. Der Reis braucht 20 Minuten, das Wasser kocht schon. Ne? Wasser muss immer heiß sein in der Küche. Weiß jeder Koch. Ne? Heißes Wasser muss immer da sein. Hopp, bis gleich. So, wir tun da ein bisschen unterscheiden. Was als erstes drin kommt, das heißt die Karotte kommt als erstes und dann schneidet er so, das macht dann immer der Chineser, ein bisschen schräg, sehen wir das? Dann kriegt er so schöne Stückchen, ne? So fünf. So, als nächstes Zucchini, tun wir halbieren. Dann schneiden wir die auch so ungefähr 5. Ja, manchmal 1 cm nicht, auf keinen Fall, das dauert zu lang. 5 mm, ne? Schneiden wir die.
So. 2,5 Biere einmal in der Mitte durchschneiden. Drei Schnitte, ne? Paprika. Auch in der Länge einmal durch. Das sind jetzt kleine. Dann könnt ihr auch so ein bisschen größere Stücke, ne? Also so in etwa. Von Design. So. Zuckererbsen könnt ihr eigentlich so lassen, wie sie sind. So. Die Maiskölbchen, die kleine, die gibt es im Glas. Immer halbieren. Fertig. Kann ich eigentlich die Maisköpfchen auch dazu machen? Die sind auch schon eigentlich durchgezogen. Durch dem, dass da sie in der Brühe hingelegen. Und die machen wir Sprosse haben. Das schmeißen wir ganz am Schluss dran. Ne? Hol ich schon noch raus. Das besser. Auch schmacke das besser. Ne? Alles ein bisschen knackig noch. So. Aber jetzt bin ich fertig. Ne? Gehen wir mal vorher. Fangen wir wieder Ende an. Ne? Sesamöl. Sieht man, die Pfanne ist schon heiß. Ne? So. So, 4 Minuten ungefähr. Wir sehen ja schon, ach, hier vom Fleisch her. Hier ist die Endebrust. Ne? Und das ist die Keule. Ausgebeinigt. Ne? Das ist das richtige Fleisch. Das ist genau das, was der Chines macht. Gucken wir mal. So muss das aussehen. Lustige Ente. Herrlich. So, die Rückseite. Eigentlich nur ganz fett. Guck mal, so sieht es auch beim Chines aus. Mehr nicht. Die hole ich jetzt raus und dann kommt die kleine Backung. Ne? Mehr nicht. Machen wir gerade mal die nächste drin. So. Bei 50 Grad, ne? Die soll mir warm bleiben. Herrlich. Letzte Ende. Wieder ein bisschen Sesamöl. Champignons, braune. Bisschen angeschwitzt. So, Wasser dazu. Maximal eine Minute, ne? Dass sie schön gar werden. Durch den Wasserdampf. Und dann fangen wir schon an, Knoblauch dazu zu machen. Helle Sojasauce, dunkle Sojasauce, Austernsoße. Da müsst ihr ein bisschen rausholen, die ist dickflüssig. Zucker, Gemüsebrühe, nach Bedarf noch ein bisschen Wasser. Ne? Das sind die Champignons vom Chines. Herrlich. So, das tun wir jetzt mal rüber. Warmhalle. Und dann fangen wir an,
China-Gemüse. Drehen wir wieder hoch. Sesamöl bitte. So, jetzt seht ihr, die erste Hitze haben wir bekommen. Jetzt fahren wir schon den Rest drin. Ja. Zwiebeln, Schnittbohne, Paprika. So, und der Rest drin. Bambussprosse. Frühlingszwiebeln. Das tun wir noch mal ganz kurz durchdämpfen. Ne? Nach Bedarf könnt ihr noch ein bisschen Wasser dabei machen. Das sehe ich nicht. Aber normal, in der Regel, wie das. Wie ich das mache. So, und dann machen wir Zucker dabei. Unser Knoblauch. Bis verteile. Sojasauce hell, ne? Das könnte auch abschmecken, ne? Das ist jetzt so basic, was ich da jetzt mache. So kann noch nichts verkehrt sein. Und dann nach Wünschen abschmecken, eventuell rein Weinessig. Ach, Weinessig, Quatsch. Reisessig dabei. So, fangen wir an, anzurichten. Weiß habe ich schon mal drauf gemacht. Das Gemüse. Herrlich. So, wie die Pelze beim Chines. Gucken wir mal. Knusprig. Geht, ne? Frisches Gemüse, geht auch. Kriegen wir hin. Diese Champignons. Diese klassischen Champignons, herrlich. So, probieren wir mal. Gucken wir mal. Ach Gott, der Knusprig. Unfassbare Dinge, gucken wir mal. Saftig. Mmh, ich hätte das. Traum. Steht schon fast ab, am Chinesisch ist es so nicht hier. So, Champignons. Mmh. Träumchen. Träumchen. Machen das noch. Herrlich. Das Gemüse will ich immer so ein bisschen knackig haben. Und richtig gut. Das Timing ist auch ein bisschen das Problem. Ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ne? Also erst so wie ich es gemacht habe. Erst die Ende pusht. Und ihr müsst ja auch, der Chines macht das genauso. Und dann müsst ihr dann noch mal kurz in die Pan. Ja? Backofen, Warmhalle, noch mal kurz in die Pan. Gucken wir mal, schön. Das ist wirklich herrlich, herrlich saftig. Gucken wir mal, herrlich. Hm. Ich genieße jetzt, komm. Kommentar, Abo, wäre schon richtig gut. Und, ich liebe Ende. Bis ja nächstes, bleib gesund, ne? In diesem Theater.